Herzlich willkommen in der Denkgarage. Ja, Garage und nicht Fabrik, denn wir sind noch klein. Und wer kennt sie nicht, die Menschen, die klein in der Garage angefangen haben und nun Großes bewirken. Heute dürfen Sie Zeuge sein, wenn es wieder darum geht, dass wir das neutrale, betreute Denken übernehmen. Wir, ein kleines Team von Experten, wissen nämlich ganz genau, was Sie benötigen, was Sie wollen und was Ihnen gut tut. Unsere Einsichten sind selbstverständlich nur auf Ihr persönliches Wohl ausgerichtet. Wir sind die Experten aus der Denkgarage. Unsere Lösungen sind alternativlos und immer verhältnismäßig. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in der Denkgarage, wo wir gleich wieder anfangen, aus der Hüfte zu schießen und ganz wichtige Themen des Lebens, das Sie bewegt, das uns bewegt, einfach mal zu diskutieren und zu Ende zu diskutieren, sodass wir alle aus diesem Thema heraus gestärkt rausgehen, voller Hoffnung und voller Kraft und wissen, es ist alles gut. Und das ist auch das, was wir Ihnen heute vermitteln wollen. Viel Hoffnung, viel Kraft und viel Zuversicht über diese eine oder andere Themen. So, meine Experten sind auf der einen Seite die Frau Dr. Friederike Wiechel und der Fachärztin die Alexandra Kotthaus und der Dr. Simon Feldhaus und der Nichtarzt, aber der Erich Meider. Ganz herzlich willkommen, meine lieben Experten. Und ich möchte euch dann auch gleich bitten, ins Denken reinzugehen, ins Studieren reinzugehen, denn es geht heute um das Thema: Die Natur macht Fehler, die wir Menschen unbedingt zu korrigieren haben. Bleiben Sie dran! Gut, ich glaube, wir dürfen hier gleich sofort loslegen mit diesem Thema und vielleicht fangen wir da an, zum Beispiel mit diesen unvollständigen Babys, die heutzutage auf die Welt kommen. Da möchte ich gerne dich mal bitten. Ganz genau. Also ich finde, Babys kommen ja nur aus dem Bauch raus, weil sie keinen Platz mehr haben und nicht, weil sie fertig sind. Ja, dann brauchen die Hilfe, die sind nicht autark, die brauchen spezielles Essen. Da haben wir ja viele Tierarten, die uns vormachen, wie es anders gehen kann. Mhm. Die werden geboren und blöpp, die können dann innerhalb der ersten Minuten, Stunden stehen. Können sich zum Teil auch selbst versorgen. Ich denke, da ist durchaus Potenzial da, dass wir diesen Prozess vereinfachen könnten. Aber ich sehe genau hier ein großes Problem. Weil heutzutage, wer hat schon nicht eine Brille, dann sind sie einfach, sie sehen nicht gut, sie haben zwar keine Haare, das ist vielleicht dann dein Problem zum Beispiel. Und so. Hier sind wir einfach nicht in der Lage, wir kriegen, was wir kriegen, aber wir sind eigentlich nie ganz so glücklich und zufrieden mit dem, was dann kommt. Hier müsste man doch irgendwas reinimpfen können in den Fötus, meinte ich als Diskussionsgrundlage. Aber deswegen ist ja das System auch heute schon so weit, dass es uns hilft. Also guck mal, allein in der Schwangerschaft die optimale Betreuung. Also die vielen Ultraschalluntersuchungen, dann die Geburt. Du sagst, weißt du, in der Natur hast du da die Tiere, die gebären und das Schmerzen. Wir müssen das nicht mehr, wir Frauen. Wir dürfen Kaiserschnitt bekommen. Wir haben die Möglichkeit, Schmerzmittel, Morphine zu bekommen, damit wir die Wehen nicht aushalten müssen. Ja. Wie wunderbar. Ne? Das Kind ist dann auch bei der Geburt schon ein bisschen beruhigter, ne? Weil das bekommt ja alles auch ab, was ja nicht so schlecht ist, weil dann ist der Start ins Leben nicht so schwer. Und dann geht's weiter. Das Kind wird schön begleitet vom Arzt. Die Mutter muss nicht mehr viel denken heutzutage. Mit 2 Monaten bekommt es schon, weil das Immunsystem nicht so stark ausgeprägt ist, einfach mal die Impfung, was auch nicht wirklich schlecht ist. Was sagst du als Mutter? Genau. Also, das ist schon extrem praktisch. Ja, ich finde, wir werden gut begleitet vom System als Mütter heutzutage. Es gibt aber schon noch erheblichen Optimierungsbedarf. Was mich immer wieder nervt, ist diese unterschiedliche Entwicklungszeit der verschiedenen Kinder. Das eine kann mit 6 Monaten schon das andere erst mit 9 Monaten, ausgesprochen mühsam. Weil da kann man ja nicht diesen schönen, es gibt ja so eine Art Wettbewerb, also unsere haben immer gewonnen, wir waren immer die Ersten, die irgendwas konnten, das muss man halt den Kindern dann helfen, weil da kann man sich ja dann schön diskutieren. Aber wenn jetzt alle mit 6 Monaten schon das könnten, dann hätten wir diese Probleme alle nicht. Und deswegen plädiere ich auch für solche Gehhilfen, dass mir die Kinder mit 3 Monaten schon in diese kleinen Wagen steckt, wo sie dann laufen können, damit sie möglichst früh das können. Solche Dinge können wir viel mehr optimieren, indem wir klar, idealerweise von Politikern, vom Staat festgelegte Punkte haben. Ein Kind mit 6 Monaten muss das können, ein Kind mit 9 Monaten muss das können, mit 12 Monaten die ersten Rechnungen schreiben. Also ich finde, das muss einfach noch viel klarer definiert werden, damit wir auch wissen, wo wir sind. Und da, wo natürlich ein Kind das nicht kann, muss man nachhelfen. Da gibt es ja schon genügend Ideen, das zu tun.
durch entsprechende Förderungsmaßnahmen, vielleicht gehen auch kleine operative Eingriffe dann, dass das schon ein bisschen besser geht. Ich denke, da können wir schon noch ist auch einiges noch etwas, tun. Oder? Meine, ja, die Kinder, die Eltern haben immer viel Einfluss mühsam auf das Kind. Da muss man vielleicht auch mal rausnehmen aus diesem System. Sehen wir ja in China. In China wird das auch gemacht. Da gehen die Kinder zack schon in die Schule. Die Eltern sind am Schaffen. Das ist eh viel sinnvoller. Mhm. Die Elternbetreuung, finde ich, ist ein Ausgangsmodell. Das muss man ändern. Ja. Und der nächste Schritt ist natürlich, da arbeiten wir jetzt auch dran und durch die mRNA-Technik sind die ersten Grenzen jetzt gefallen, dass wir jetzt endlich vorher planbare Babys bekommen. Weil Ziel muss natürlich sein, dass ich mir nachher aussuchen kann, okay, blond, blaue Augen, 1,75 Meter, BMI, das muss man vorher planen können und dann das Ganze natürlich schon vor der Schwangerschaft und mit der Schwangerschaft so begleiten, dass das Kind so auf die Welt kommt, wie es haben will. Aber das muss das Ziel sein. Du hast jetzt wirklich ein wunderbares Beispiel aufgetan. Die Natur macht hier grausame Fehler. Furchtbar. Die Zeugungsfähigkeit nimmt massiv ab. Das heißt, das ist natürlich auch aus Zufall passiert. Ja. Da müssen wir eingreifen. Die Frauen sind auch nicht mehr so empfänglich und die Männer können auch nicht mehr immer nur alles geben, sodass es funktioniert. Und deshalb finde ich die Zukunft im Reagenzglas natürlich schon viel intelligenter. Ja. Da können wir sagen, welche Haarfarbe vielleicht sogar, und das fände ich spannend, wie viel IQ kann man dem Baby bereits mitgeben? Ja, dass man auch schöne Grenzen setzen kann. Da haben wir so die eine Schicht, die zweite und die hohe Schicht für die politische Ebene, dann die Arbeiterklasse und so weiter. Ja. Vor allem hört denn dieser ganze Neid mal auf zwischen den Menschen. Das, oder? Genau. Das Konkurrenzverhalten. Ja, machen die klaren Klassen. Ja. Also können wir uns wieder ein Beispiel an den Tieren nehmen, ja, die Rangordnung im Bienenstock. Da könnten wir wirklich noch was von lernen, wir Menschen von den Tieren. Und das funktioniert einwandfrei. Ich meine, das ist ein großes Vorbild, die Bienen, oder? Ja, sehr fleißig. Die führen keine Kriege untereinander. Bienen fleißig. Die sind das alles miteinander. Und das ist eine und dann der Rest die wird schön gearbeitet. Die Königin, so wie wir in Bayern einen. Ja. Der Sonnenkönig, das ist so der richtig echte. Weitere Probleme, die wir immer wieder sehen, jetzt auch innerhalb der Natur, ist, es kommt plötzlich irgendwie ein Virus auf, der uns angreift. Und das kommt von der Natur fälschlicherweise auf uns zu. Und wir sind gar nicht darauf vorbereitet. Und da frage ich mich einfach, was hat sich die Natur damit gedacht? Ja, aber wir haben jetzt mittlerweile schon, wenn du das vorstellst, da kommt der Virus und ein Jahr später haben wir schon 8,5 Milliarden Impfdosen. Respekt. Also wir haben schon Vordenker auch bei uns. Du brauchst nicht glauben, der Virus kommt, wir haben Vordenker. Gibt schon Denkfabriken in Amerika oder auch die anderen, die jetzt Mainz so reich gemacht haben. Mainz war ja pleite, jetzt haben sie plötzlich eine Milliarde Überschuss. Also, und du kriegst von Krebs 8 Milliarden Impfdosen. Es werden sicher mehr und da werden die Fabriken jetzt gebaut. Also wer ein bisschen klug ist, der hat gute Beziehungen und dann sagt er, der Virus, der eine, der kommt in 4 Jahren und andere in 2 Jahren und schwupps, schwupps. Ja, ich denke auch, wir sind da schon relativ weit. Wir sind da schon relativ weit, da brauchen wir uns gar nicht solche Sorgen zu machen, ja, die Fehler der Natur auszumerzen und Ersatz dafür zu finden. Es wäre natürlich cool, wir würden noch einen Schritt weiter gehen, nicht nur impfen können gegen die Viren, sondern eventuell von Anfang an schon andere genetische Manipulationen vornehmen können, die zu unserem Wohl sind, dass es vielleicht hinterher gar nicht mehr nötig wird zum Impfen. Oh ja, aber Schlafzeitverkürzung. Also ich meine, es ist ja unsinnig, dass manche Leute irgendwie 8 Stunden schlafen. Das ist ja völlig ineffizient. Das kann man so einprogrammieren, das muss das Ziel sein, dass nach 4 Stunden Schlaf Käse wieder gegessen ist, ich stehe auf und gearbeitet. Das kann ja nicht sein, dass man unproduktiv in diesem blöden Bett rumliegt. Also das sind so Dinge, die kann man sicher problemlos mit relativ einfachen genetischen Veränderungen. Ja, wir sind ja kein Faultier, oder? Nein. Schlafen ist unnötig. Ja, es wird gesagt, der Schlaf ist dazu da, dass der Körper sich in der Nacht regeneriert, dass der Körper sich erholt. Aber wahrscheinlich kriegt man das auch alles mit. Unser Gesundheitsminister in Deutschland jetzt, Karlchen, der sagt, er schläft nicht mehr als 4 Stunden. Das sieht man ja immer. Also diese Dynamik, diese Power, diese Optimismus, diese Schaffenskraft. 4 Stunden gleich locker. Ja, man merkt ja auch diesen hohen Intelligenzquotienten, der durch diesen wenig Schlaf erzielt worden ist. Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz andere Ebene. Innovation, also Impfen. Ja, aber nicht nur Impfen, auch Konservierungsmittel. Ne? Also wozu brauchen wir die Regeneration aus dem Schlaf, wo wir doch einen Großteil mit den Konservierungsmitteln auch machen können? Es ist der Schlafschaf. Schaut, dann heißen sie immer die Schlafschafe. Das gibt es bei uns in Zukunft nicht mehr. 4 Stunden. Das langt. Das reicht locker. Wir sehen noch ein anderes großes Problem der Natur. Und zwar mussten ja die ganze Welt, außer 5 Länder auf der Schweiz, außerhalb nur 5 Länder der ganzen Welt machen da nicht mit. Es geht um das Geoengineering, das professionelle Agieren, um Wetter zu korrigieren, da das Wetter einfach verrückt spielt, oder? Richtig. Also es ist ja noch mühsamer. Also wir brauchen planbare Witterung.
Alles andere ist Unsinn. Mhm. Ich muss genau wissen, muss ich heute einen Regenschirm mitnehmen oder nicht? Und wenn ja, idealerweise wo? Es macht ja keinen Sinn, dass es in der Stadt regnet. Es muss da regnen, wo ein paar Felder sind. Woanders ist Wasser unsinnig. Also das muss man schon etwas klarer steuern. Das gibt es ja gar keine Diskussion für. Das wir müssen ja auch die Ernährung der Weltbevölkerung damit sichern. Ja, natürlich. Muss alles genau laufen. Das muss man schon noch mit bedenken, weil es gibt ja so ein paar kleine Gruppierungen, die solche komischen Ideen haben, wie wenn ich alles organisch bio anbaue, könnte man das auch tun. Aber ich denke, die meisten halten das doch für absurd. Ja, völlig ineffizient. Und da wäre das Geoengineering doch eine praktikable und gute Sache. Oder auch beim Autofahren. All die Unfälle, guck mal, die durch plötzliche Stürme, Regenfälle, weiße Hagel stattfinden. Wie viele Menschenleben man retten kann, wenn wir eine schöne Wetterautobahn hätten. Ja, und das ist schon und die Erholung im Urlaub, wenn wir garantiert schönes Wetter hätten. Sonst weiß ich das kann man dann auch so planen und dann sind wir innerhalb der Arbeitszeit einfach effektiver wieder beim Arbeiten. Jetzt kommen ja auch diese Autos, die von alleine fahren sollten. Deshalb wird auch der Fehlerquote des Menschen ein bisschen ausgegrenzt oder ausgesiedelt, weil wir einfach, ich denke, auch wir Menschen sind doch irgendwo ein Fehler in der Natur, oder? Ja, diese Spontanität, Emotionalität, das muss schon reduziert werden. Ich meine, wir bringen uns gegenseitig um und wir machen uns übels, wir schauen nur aufs Geld und auf Gier und auf Machtverhalten. Der Egoismus der Menschen. Ja. Also wir könnten eigentlich schon ein bisschen ein Virus sein, der hier auf der Erde so ein bisschen herumgeistert, der auch mal korrigiert werden müsste. Zofft sich mit der Freundin, das ist unerträglich, das ist nicht berechenbar. Also das muss zu Ende gehen. Das kann nicht sein. Eben solche Schwankungen dürfen im System nicht drinstehen. Ja gut, dass wir jetzt als Virus auf der Erde, die Erde ist uns untertan, das ist jetzt nun mal klar, wir sind die höchste Stufe der Evolution. Das ist ein anderes Thema. Das heißt, alles, was uns untergeordnet ist, muss angepasst werden. Das steht außer Diskussion. Mhm. Das bisschen Erde werden wir schon noch auf die Reihe kriegen. Und wenn das nicht langt, haben wir noch den Mond und den Mars. Da werden wir uns schon entsprechend ausbreiten. Wir müssen aber erstmal natürlich unsere Hausaufgaben hier daheim machen, bevor wir da in die höheren Sphären gehen. Muss es jetzt erstmal passieren, dass eine gewisse Uniformität des Systems darstellt, dass es klar ist, wie morgens Wetter ist, dass ich die Kleidungsstücke habe. Ich finde es auch unsinnig, dass die Menschen unterschiedlich groß oder so sind. Das ist auch Blödsinn. Wenn ich eine Größe habe, brauche ich nur eine Kleidungsgröße. Da habe ich diese ganzen Aufwände nicht. Das ist viel, viel einfacher, wenn wir da diese Diversität der Natur, ist eh Blödsinn. Genau, made in China. Aufgebaut made in China, das langt ja dann. Alles schön gleich, uniform. Das müssen wir hinkriegen. Das steht außer Frage, ist viel rationaler und damit auch viel effizienter im Lebenssystem. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, mal zu schauen, was also ein Naturapfel für Fruchtzucker drin hat im Verhältnis zu diesen Äpfeln, die wir heute züchten, wo ja wirklich um Klasse viel mehr Zucker drin haben, bis zu 4-5 Mal mehr Zucker drin haben. Da muss ich auch sagen, da macht die Natur schon einen Fehler. Das ist ja so wenig Zucker drin und wir wissen genau, wie wertvoll Zucker ist für unsere Gesundheit. Ineffizient. Unbedingt. Vor allem, wieso wächst der Apfel nur im Herbst? So eine Blödsinn. Ich will im Januar einen frischen Apfel haben. Und Erdbeeren. Und Erdbeeren natürlich. Ja, in der Schweiz. Also, es ist ja alles Unsinn. Das heißt, wir müssen natürlich auch Pflanzen organisieren, die jetzt auch bei Schnee zur Not mal Äpfel bringen. Mhm. Und sonst, wenn es nicht geht, muss der Schnee eben weg, damit die Äpfel eben da sind. Aber dafür, dass der neu gezüchtete Apfel mehr Zucker hat, hat er auch weniger Polyphenole. Ne? Das gleicht sich dann aus. Die sind so kompliziert so mit den Polyphenolen. Also diese ganze Genmanipulationen an der Natur oder am Menschen oder an Tieren macht ja durch das auch durchaus Sinn. Denn wenn der Apfel ja nur im Herbst kommt, was ja eigentlich totaler Schwachsinn ist, dann könnte man eigentlich über solche Genversuche durchaus es optimieren. Und Großglockenlütschis ernten. Ja, das wäre doch alles das. Ja. Warum muss ich die aus irgendwo da einfliegen? Ich kann sehr gefälligst Berliner Pass. Alles gut. Siehst du, und jetzt haben wir den nächsten Punkt. Das ist doch auch umweltschonend, wenn wir das Zeug nicht immer aus der ganzen Welt reinfliegen lassen müssen, sondern wir hätten eigentlich hier eine Selbstversorgung, wo wir jederzeit alles haben können, frisch und voller in der Blüte des Lichtes. Die Innerschweizer Banane. Die Innerschweizer Banane muss das nächste Lebensmittel sein. Ich will keiner aus Panama. Oder eine Zimmermelone zum Beispiel. Ja, auch schön. Mhm. Ja. Also es gibt auch viele, viele interessante Dinge. So Jungfrauenjochfass mit Zimmermelonen. Wo wir es viel besser machen können. Ja, natürlich. Das ist doch ganz schön. So ein Melonenwald. Schön dann, das sehr schön. Oder Zitronenhaine, wo du sonst in den Süden für fahren musst. Ne? Ja, dann also über den Pass fahren. Transportwege, Umwelt, Klimaschutz. Die Transportwege fahren weg. Super. Wenn wir jetzt noch in die ganzen Nahrungsmittel reinschauen und schauen, dass der Mensch eigentlich sehr häufig diese Nahrungsmittel immer alles schön verkochen muss, dann frage ich mich auch, warum schenkt uns die Natur nicht irgendwo schon in einer Art und Weise, dass wir es gleich essen können? Das ist doch irgendwo auch ein Fehler im System, oder? Ich meine, die Tiere haben jetzt keine Probleme, aber wenn wir die Schöpfung sind, dann müsste sich auch wirklich die Erde an uns anpassen. Ja,
Das ist noch ein bisschen mühsam. Das wird aber auch gehen. Wir müssen eigentlich schon vorprozessiertes Essen am Baum haben. Also am besten werden die Dosen-Ravioli am Baum, weil dann haben wir sie bereits schon auch schon verpackt. Mhm. Das müsste eigentlich mit Gentechnik entsprechend hinzukriegen sein, dass die Früchte sich bereits so verändern, dass sie vorprozessiert sind und damit idealerweise sogar ohne Kauen gegessen werden können. Das spart wiederum die Zeit des Essens und können damit wieder viel effizienter genutzt werden. Ja, und die Dosen machst du biologisch aus Kokos. Genau. Du musst daneben den Kokos einpflanzen. Kokosnuss und dann die Erdbeeren. Dann rein. Ja, genau. Das ist ein sehr heiliger Ansatz. Schön bestrahlen und dann geht's schon. Hält auch länger. Ja. Frisch. Genau, das konserviert dann zum Schluss. Das passt. Mhm. Ja? Ja, ist eigentlich ein ganz interessantes Thema. Natur macht Fehler, die wir korrigieren müssen. Gibt es noch weitere Sichtweisen auf dieses Problem? Wo müssen wir überall noch ansetzen, um der Natur auf die Füße, auf die Beine zu helfen? Also überall dort, wo sie nicht für uns Menschen arbeitet. Es ist nicht akzeptabel, dass es noch Systeme gibt, die nicht für uns Menschen arbeiten. Genau. Das ist einfach nicht effizient. Es muss alles überprüft werden auf die Effizienz für uns Menschen hin, dass sie für uns da ist, dass das Wetter gut ist, dass uns dass der Baum gefällt, irgendwelche so ungleichförmigen, komischen Sachen. Das muss alles schön normiert sein, sodass es für unser System eigentlich passend ist. Es kann nicht sein, dass irgendetwas nicht... Irgendwelche Stechmücken brauchen wir nicht, die können woanders leben. Wir müssen also Dinge so organisieren, dass es einfach für uns stimmt und für uns Menschen als höchstes Gut der Evolution gegeben ist. Das ist das Einzige. Genau. Da gibt es genügend zu tun. Die Natur braucht den Menschen und der Mensch braucht die Natur nicht. Nein, natürlich nicht. Wieso? Im Gegensatz. Früher war es mal umdreht, aber jetzt sind wir am guten Weg. Das war altes Wissen. Ja, ja. Das war völlig veraltetes Wissen, wo überhaupt nicht in der Welt. Wir sind jetzt in der Neuzeit. Ja, nein, wir haben das jetzt schon. Ich denke, wir sind da große Schritte weitergekommen, uns die Welt untertan zu machen. Ja. Ich möchte auch einen letzten wichtigen Punkt ansprechen, und zwar das Immunsystem. Wieso haben wir das überhaupt? Denn es ist ja nicht praktikabel, es nützt nichts. Man sagt heutzutage immer wieder, ein Immunsystem ist reine Verschwörung, brauchen wir nicht. Warum haben wir denn eins? Ja, würde ich jetzt auch eher in die Kategorie Fehlkonstruktion der Natur einordnen. Ja. Mhm. Also ich denke auch, heutzutage brauchen wir es sowieso nicht mehr. Wir können diese Mechanismen kompensieren über Impfungen, über Antibiotika. Jetzt gibt es neue Virenmittel auch endlich auf dem Markt. Von daher ist es auch was man sozusagen in den nächsten Generationen sozusagen ja entweder über Genveränderung oder Züchtung rauswachsen lassen könnte. Also es war noch wichtig im Zeitalter, wo wir nur mit dem Reptilienhirn unterwegs waren, als Neandertaler irgendwo in einer Höhle, war es vielleicht noch wichtig, aber heute haben wir eigentlich diese Situation nicht mehr. Und dann sagt man immer, kalt duschen stärkt das Immunsystem, aber kalt duschen ist furchtbar, also das muss da nicht sein, das ist alles ein Fehler. Ja, wir aussprechen es ineffizient. Das kennt sich nicht mehr aus. Ja. Oder das Gegenteil, das Sauna. Ja, man muss dann schwitzen. Das sind immer diese extremen Sichtweisen. Das ist reiner Extremismus, oder? Und daraus ist noch nie was Gutes entstanden. Da weiß kein Mensch, was ist jetzt richtig. Ja. Und das soll helfen. Ja, Ziel ist ja einfach, dass sich die Natur uns Menschen anpasst oder dass wir sie passend für uns machen. Und dann brauchen wir keinen Schutz dagegen. Du hast das Immunsystem ist in dem Sinne völlig dann wertlos. Das Warmduschen ist das Beste wahrscheinlich. Ja, da kennt man es ja aus. Ja, aber... Heiß und kalt und heiß und Wechselduschen, da war es der Kneipp. Also lieber ist man Kneipp als Kneipp. Ja, der ist auch ausgestorben. Das hat sich auch als ineffizient erwiesen. Also das bringt auch nichts. Nein, da reden niemand mehr darüber. Ist auch kein Bestand dafür irgendeiner Ausbildung. Das ist wirklich ein Versuch der Erstung gewesen. Oder? Ja. Lebt er noch? Nein. Also hat sich nicht bewährt. Dann gehen wir lieber auf Spritztour jetzt. Ja, selbstverständlich. Genau. Spritzentour, Mann. Mit wesentlich besseren Mitteln. Ja, natürlich. Genau. Ich finde es doof, dass es unterschiedlich große Kartoffeln gibt. So ein Blödsinn. Da gibt es eine große, eine kleine. Mensch, ne? Das ist doch Unsinn. Wenn wir eine Kartoffel mit genau einer Größe haben, dann kann man dafür einen Schälautomat machen. Gut, idealerweise wäre die Kartoffel mit Reis verschwunden. Genau. Ich habe aber gehört, dass das noch etwas schwierig ist. Aber das ist der zweite Schritt, die sich selbst entblätternde Kartoffel. Das ist eigentlich, das müssen wir alles noch hinkriegen. Das sind die Dinge, wo die Natur noch unsinnigerweise irgendwelche blödsinnigen Variationen drin macht. Das kriegen wir aber hin. Eine viereckige Mohrrübe. Weil was soll das Runde so zulaufen? Gibt nicht gleichmäßige Scheiben. Du, aber das dauert nicht mehr lang. Beim Getreide sind wir ja schon so weit. Das Getreide ist einfach perfekt auf die Höhe gezüchtet, dass der Mähdrescher das super verarbeiten kann und die Ausbeute extrem hoch ist. Das wird schon klappen. Bei der Banane müssen wir noch arbeiten. Banane ist auch Eier. Die aber die wird auch schon immer gerade. Und Gurke hat es auch schon gut funktioniert. Ja, wir kommen gut dahin. Ja, jetzt waren wir gerade beim Weizen und da ist ja wieder ein großes Problem der Natur. Dieser Weizen wächst ja nur noch mit dem speziellen Dünger im Zusammenhang, sonst wächst er ja gar nicht mehr.
Arbeitsplätze. Ich weiß nicht, wo du das Problem siehst dabei. Ja, ich finde einfach, es ist unvollständig und Gott sei Dank haben wir so wirklich kluge Köpfe irgendwo auf der Welt, die sich darum kümmern können, diese Probleme zu lösen, dass der Weizen nicht mehr von sich aus einfach wächst, sondern es braucht diese speziellen Dünger in Zusammenhang mit diesem speziellen Weizen, damit noch überhaupt was entstehen kann. Und das sind einfach Fehler, die wir korrigieren müssen. Ja. Und ich bin so glücklich zu wissen, dass da Experten da sind. Ja, das ist nicht so schwierig. Das kann man sich alles anpassen, dass nachher eigentlich ein Einheitssystem da ist, wo auch mit einheitlichen Nährstoffen auskommt. Da haben wir nicht mehr diese Variabilität drin. Das macht eigentlich, da sehe ich keine großen Probleme. Ich sehr, sehr hoffnungsvoll schaue ich da in die Zukunft, dass das passieren wird. Nein, dann ist es auch lästig, immer individuell auf den Bedarf einzugehen, wer jetzt was braucht. Und über die extra Würste. Ich habe ja auch keine Massenversorgung. Nee. Wo wäre die Welt hingekommen, wäre jetzt nicht plötzlich der Mensch gekommen und hätte sich um diese wahren großen Probleme der Erde gekümmert? Also das ist schon ja, ein Eiszeitalter hängen geblieben oder so. Also das wär unmöglich gewesen. Nein, das... Da hätten wir so ein, zwei Saurier oder sowas, aber sicher nicht diesen hochwertigen Lebensstand, den wir heute erreicht haben in der Evolution. Wir kommen ja eigentlich schon fast an das maximale Level dran, aber wir sind noch nicht ganz. Aber das wird auch noch kommen. Ja. Bei unseren Regierungen haben wir große Hoffnung. Politiker haben schon erreicht. Wir sind aber noch an der Stufe davor. Das wird schon. Viele solche Anpassungen an die Natur sind nach wie vor in gewissen Ländern nicht legal. Wie könnt ihr euch sowas erklären? Sie sind ein bisschen hinten. Schau mal. Hinterm eisernen Vorhang wahrscheinlich. Fernsehen ist oft ein bisschen später gekommen, eiserner Vorhang. Informationsdefizit. Die haben wahrscheinlich Zensur. Ja, wenn du auf die Erde schaust, wo der Strom fließt und wo nicht, da gibt es schon noch Gebiete auf der Welt. Die sind ja ganz schön weit hinten. Also. Das nennt man Entwicklungshilfe, da sind wir ja dran. Ja, früher waren es die Missionare, heute machen wir das anders. Ich kann mir auch vorstellen, die gucken einfach noch zu wenig Fernsehen. Ja, natürlich. Quizshows, Serien. Ja, da findet richtige Bildung auch statt. Faktenchecker-News und so. Ah, da bin ich auch froh über diese Quelle, übrigens ganz, ganz wichtig, damit man wirklich mal die Fake News wegbringt und weiß, was richtig und was falsch ist. Oder? Sowieso. Ja. Und das muss man eben auch als Entwicklungshilfe in diese unterqualifizierten Länder bringen, die noch irgendwo mit der Natur im Einheit stehen. Das ist irgendwelche Naturvölker oder so. Geht ja gar nicht. Die sind völlig rückständig. Mhm. Zuerst brauchen die Fernsehen, das ist mal das Wichtigste. Dann müssen wir da ein bisschen den Urwald roden, dass sie die Straßenplatz haben. Das kriegen wir schon hin. Ja, und also, das fahren gut, da können schneller sowieso. Arbeiten. Ja, was soll das? Was soll das Jahren gehen? Das dauert ja elend. Dann werden sie auch größer, dann haben wir das Problem mit der Kleidung in verschiedenen Größen nicht mehr. Dann passt sich das auch endlich alles an. Ja, dann tun wir es leichter. Das kommt. Das dauert nicht mehr lange. Ja, können wir schon hin. Ich glaube, wir sind durch und sehr zuversichtlich, was die Sache angeht, dass hier immer eine Lösung gefunden wird für alle Probleme, die Natur uns bringt. Sind wir uns da einig? Ja, im Fußball ist ja so einer für alle für einen. So gehört's. Nur so. Wir sind wir, also alle miteinander. Super. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch vier, liebe Friederike, liebe Alexandra, liebe Erich und lieber Simon. Dankeschön. War mir eine Ehre. Bis ein anderes Mal. Nächste Woche mit dem nächsten Thema. Seien Sie gespannt. Bis bald. Auf Wiedersehen miteinander.